Der jüngste Jaguar F-Type empfängt seinen Fahrer mit einer entgegenkommenden Geste. Auf Knopfdruck fährt der Türgriff heraus und scheint zu rufen, komm doch. Da lassen wir uns nicht lange locken und nehmen Platz auf den edlen Ledersitzen. Allerdings, trotz der stylischen Sportwagenoptik, sind wir etwas skeptisch. Denn diesmal ruht ein Vierzylinder mit 2 Litern unter der langen Motorhaube. Immerhin, der Schriftzug am Heck verrät, dass sich hier trotz ein Drittel weniger Zylinder und Hubraum 300 PS in Szene setzen können. Also gut, wir stellen die schon in der Serienausstattung 6-fach verstellbaren feinen Ledersportsitze richtig ein und öffnen nach ein paar Metern das Dach. Das lässt sich bis ca. 50 km/h beim Fahren erledigen. Dann geben wir mal Gas. Und er fährt sich sportlich. Vielleicht etwas zahmer als der 6-Zylinder. Er ist auch einen Hauch zurückhaltender beim Klang. Doch was am Heck auf sich aufmerksam macht, hört sich dennoch ziemlich sportlich sonor an. Also mit diesen Tönen kann man sich versöhnen. Der neue Einstiegsroadster von Jaguar wird ab Werk mit einer Sportabgasanlage ausgeliefert. Die R-Dynamik-Version, die wir hier fahren, hat zusätzlich noch einen Klappenauspuff. Das heißt, per Knopfdruck wird der Klang kerniger und etwas lauter. Doch der Brite ist ganz und gar Gentleman und bleibt in Sachen Lärm deutlich unter der Schmerzgrenze. Krawallig oder gar prollig wird er nie, das würde auch nicht zu ihm passen. Zudem ist der Auspuff noch ein Erkennungsmerkmal. Beim Vierzylinder ist es ein einzelnes, ziemlich dickes Endrohr. Die Modelle mit 6-Zylinder-Motoren protzen mit der doppelten Röhre. Die Fahrleistungen sind durchaus sportwagengemäß. Dank ausgeklügelter Turbotechnik steht das volle Drehmoment von 400 Newtonmeter schon bei 1500 Umdrehungen zur Verfügung. Im Zusammenspiel mit der sportlich abgestuften 8-Stufen-Automatik wird auch spontanes Beschleunigen gut absolviert. Wer das Gaspedal etwas sanfter behandelt, erlebt eine angenehm zahme Raubkatze, mit der es einfach Spaß macht, entspannt durch die Gegend zu kurven. Das stramme, sehr gut abgestimmte Fahrwerk und die direkte Lenkung garantieren Fahrspaß und Sicherheit. Wer aber vom Wagen den namengebenden Sport will, der schaltet in den Dynamikmodus. Gaspedalbewegungen werden jetzt noch schneller umgesetzt, die Servounterstützung der Lenkung wird leicht zurückgenommen, Gangwechsel erfolgen schneller, die dynamische Stabilitätskontrolle lässt jetzt sogar leichten Schlupf an den hinteren Antriebsrädern zu. Aber das ist wohl das berühmte Ich könnte, wenn ich wollte. Der neue F-Type 300 ist eher für Menschen, die das offene Dahinfahren genießen, die entspannt unterwegs sein wollen, um die Landschaft zu erleben und für die eben ein perfektes Ambiente zum Genuss dazugehört. Eine perfekt gestylte Beifahrerin scheint dabei als Ablenkung unerwünscht. Anders können wir uns nicht erklären, warum auf der rechten Seite hinter der Sonnenblende der Schminkspiegel weggelassen wurde. Wer trotzdem was auf die Ohren haben will, an Unterhaltung und Konnektivität, mangelt es auch für Solisten nicht. Der Jaguar liefert als Extra besten Musikklang offline oder online. Selbst reden sollte dann das Dach geschlossen sein und auch der Auspuff die Klappe halten, also geschlossen halten.